Ich habe ja schon gestern gesagt, ich freue mich immer, wenn ich ein paar Angriffe reinbekomme live und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich mache euch auch ein bisschen Mucke an. Und ich hatte nämlich heute Abend so ein bisschen umgebaut für meine kommenden Livestreams. Denn ich habe es endlich geschafft, dass das Mikro mal von vorne kommt. Denn für andere Spiele ist das vielleicht nicht so cool, weil ich meinen Monitor nicht mehr so ganz sehe. Aber ich sehe eigentlich alles ganz gut. Aber es war schon immer so ein bisschen mein Ziel, dass das Mikro von vorne kommt. Ich meine, ich habe hier drunter mein Tablet. Also so sieht das dann immer aus hier. Entschuldigt. So sieht das immer aus auf dem Ständer. Und ich habe hier unten noch ein iPhone liegen für Spenden. Und aber ich halte euch jetzt die letzten 20 Minuten einfach mal fest, denn ich weiß nicht, was die Leute hier geritten hat, ey. Mann. Schöner Angriff, Herr Mortus, auf die Nummer 5. Ich hoffe, das hilft uns irgendwie weiter. Er muss noch mit dem anderen Account angreifen, hat hier aber noch ein paar Miner am Start und auch nicht mehr so viel. Aber der Inferno, könnte nochmal richtig blöde werden da, das Multi. Gehen die nach außen? Nein, die gehen Richtung Inferno. Wenn der Inferno auch fällt, Leute, dann werden das die drei Sterne vom Mortus. Und der Inferno fällt. Der Inferno fällt in jedem Fall. Und das sind drei Sterne hier. Alter! Was geht ab hier? 8 Sekunden, 7 Sekunden. Oh, keine Beute vergessen, oder? Nein, der Mortus holt hier drei Sterne. Boah, die sind so wichtig. Die sind so wichtig. Sauber, Alter. Alter Falter. Die waren jetzt echt mal super, super wichtig. Denn ihr seht, wir haben noch 18 Minuten. Ich muss noch drei Angriffe machen, Leute. Oder zwei. Ne, drei Angriffe muss ich noch machen. Und 50-54 steht's für den Gegner. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, hier unten ist noch ein Neuner offen. Das ist eigentlich, ich weiß nicht. Ich meine, ich mache jetzt eine 18-Minuten-Folge hier mit euch. Und ich muss hier jetzt wahrscheinlich die beiden machen. Machst du 20? Fragezeichen. Das muss ich jetzt echt fragen. Machst du 20? Bevor ich jetzt die 20 hier mit dem Avatar mache, was ich nicht hoffen muss, weißt du, dass wir Rathaus 13 auf Rathaus 9. Alles klar. Okay, alles klar. Dann kann ich auf jeden Fall auf die 10er gehen hier. Denn hier greift ja irgendwie keiner mehr an. Also kann ich hier die 10er dicht machen mit dem Avatar. Da muss ich eben mal den Account wechseln. Und das ärgert mich echt. Ich meine, ich habe heute Abend so ein bisschen überlegt, was machst du eigentlich? Ich mache euch mal ein schönes Video davon, wie ich mein Setup jetzt gebaut habe, dass das auch so ist, wie ich es gerne hätte und wie es auch ganz gut funktioniert. Okay, wir machen aber erstmal den Angriff hier, denn ich muss ja noch zwei Angriffe machen. Also nehmen wir uns erstmal den 14er, dass wir den Stern da rauskriegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ah, wir haben Hybrid am Start, okay. Ist egal. Wir haben einen Hybrid am Start, alles klar. Passt. Alles gut, meine Lieben. Ich bin Rathaus 13 und ich meine, wenn ich das verkacken würde hier gegen den Rathaus 10, ne, dann könnte er mich wegschließen. Dann könnte er mich echt wegschließen. Das geht nämlich gar nicht. Dann könnte er mich wirklich mal weghauen. So, mal sehen, ob der... Alter, hat er ja gar nichts. Okay. Wie kriegen wir das denn jetzt weg hier? Ich muss mal eben die Bauhütte machen hier. Oh, Brudi, das ist ja ein Single-Inferno. Okay. Nehmen wir mal das. Ah, das sind ja auch Clanbook-Truppen. Okay. Perfekt. Dann funneln wir hier mal ein bisschen weiter. Nehmen hier hinten das Teil und kommen hier jetzt mit unseren, ja, ich meine, Leute, wenn das nicht mehr funktioniert, ne? Wenn das nicht mehr funktioniert, dann weiß ich auch nicht, was hier noch funktionieren soll in diesem Game. Muss ich echt mal so sagen. Komm, Queen, mach doch mal ein bisschen PS. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit und wie gesagt, wenn das nicht mehr funktioniert, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Oh, 10er muss ich jetzt machen mit dem 12er, okay. Meine Armee ist aber dann auch gleich wieder ready.
und ich kann sie direkt wieder einsetzen. Also man kann schon so lange warten, aber so lange. Ich meine, es warten alle so lange. Was ist hier? Oh, eine Bauhütte ist ja noch okay. Da habe ich ja Glück gehabt. Da habe ich echt Glück gehabt. Perfekt. Okay, ein Stern mehr für uns. Wie sieht's aus? 52. Mortus, holt hier noch einen Stern, holt hier noch drei Sterne. Ja, der Mortus holt hier noch drei Sterne. Das ist Mortus 2.0. Irgendjemand muss es ja machen. Ich meine, ich muss schon wieder Leute rausschmeißen hier. Das ist auch blöde, oder? Das ist auch blöde. Die letzten 20 Minuten muss ich ja Leute raushauen. Und es steht 54. Alter. Benjo, würde mich freuen, wenn ich zukommen euch dürfe. Ach klar, immer rein hier. Immer rein hier. Nehmen wir doch an. Und der Mortus braucht hier ein bisschen Verstärkung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Gems. Ich kann es vor Schmerzen im Moment. Denn ich habe mit beiden Accounts hier A, die Clan-Spiele noch nicht abgeholt und B, den Pass auch noch nicht abgeholt. Also auch mit dem hier nicht. Hier muss ich eh noch einen Tag Pass spielen oder so. Dann ist er ja auch durch. Will kommen. Wir tun mal so, als wenn wir auch nett wären. Okay. Ich hoffe, das kommt ganz gut. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber. Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Ich höre mir gleich erst die Aufnahme an. Aber ich bin schon mal, ja, ich bin schon mal ganz im Boost hier, was das Mikro mal von vorne angeht. Ich kann es auch noch ein bisschen verschieben. Also da geht natürlich vieles, weil ich hier unter mir ja nur ein Tablet habe. Und beim PC-Spielen, ich glaube, da ist das dann von der Seite ein bisschen besser, wenn ich dann mal was von den PCs mache. Aber erstmal wollte ich ja so ein bisschen von Clash of Clans streamen. Ja, ich meine, ich bin Clash of Clans Streamer, Leute. Gerne. Gerne, mein Lieber. Mach das. Soll ich mich mal vorstellen? Das ist doch mal nett, oder? Das ist doch mal nett, finde ich. Das ist doch mal ultra nett, aber ich kann jetzt gerade mal nicht mehr so nett sein. Ich muss mal eben anfragen. Ich muss mal eben anfragen, ein paar von den Truppen hier. Und muss mal gleich gucken, was ich noch mit Toti mache. Also 13 Minuten haben wir noch. Wir gucken mal, was hier noch auf uns zukommt. Und, oh danke, das spendet er mir gleich. TX. Wie alt ist er? Ich bin der 16. Und bin aus Bayern, okay. 22:14 Uhr, ja. Aus Bayern. Darf man so lange in Bayern auf sein? Bis 22:14 Uhr? Hat Herr Söder das nicht verboten? War ein Scherz, Leute. Ich bin heute Abend gut drauf, echt. Ich muss echt mal so sagen, weil ich habe A, dies hier hinbekommen. Morgen kommt nochmal ein Update hier für meine Streaming-Area, sage ich mal. Und dann glaube ich, komme ich am Mittwoch mal ein bisschen für euch online. Denn ich will das Ganze natürlich auch mal so ein bisschen im Bundle testen. Müsste vielleicht noch ein bisschen näher, oder? Kann ich das Ganze noch ein bisschen im Bundle testen? Für euch oder mit euch? Und dann sind wir on top hier, denn es gibt ja, wie gesagt, 2.4. fängt das Rising Star Turnier an, Rathaus 3 bis Rathaus 7. Ich habe mich komplett schlau gelesen. Alles tutti dort. Muss jetzt noch gucken, dass wir hier ein paar nette Overlays dafür bekommen. Ihr wisst schon, Sponsoren, Werbebanner etc. Und dann sind wir in jedem Fall dabei, also auch ich bin dabei. Ihr wisst, wenn man streamt, dann darf man sich für nicht zu schade sein. Ich habe mich ein bisschen verändert. Ich weiß, die 2 Jahre Homeoffice sind auch nicht ganz an mir vorbeigegangen, kann ich euch sagen. Und aber das ganze Leben geht jetzt wieder so ein bisschen rein, bisschen los, mehr Bewegung etc. Meine müden Knochen, ich werde ja auch nicht jünger. Kommen wieder so ein bisschen mehr in Bewegung und ich freue mich extremst drauf, kann ich euch sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich eigentlich darauf so freue, aber ich freue mich wirklich, die Leute wieder mal im Stream zu begrüßen, so ein bisschen was zu lesen, mit euch zu diskutieren, mit euch so ein bisschen zu fachsimpeln und so weiter. Oh, da greift noch jemand an. Oh, mich! Nummer 12, okay, vergiss es. Okay, vergiss es. Der holt sich wahrscheinlich nur das Rathaus. Wenn er es denn schafft, meint er, der schafft mein Rathaus? Mal gucken. Ich wollte ja die ganze Zeit jetzt mit euch festhalten. Mal sehen, ob der mein Rathaus schafft. Gucken wir mal, wie weit er da geht. Das Kampfholz rollt in jedem Fall relativ weit. Auf die Kampfmaschinen gehe ich in nächster Zeit auch mal ein. Ich habe mich ja so ein bisschen eingelesen. Vor allen Dingen, was
die letzte Kampfmaschine angeht. Und er holt sich den Stern hier. Schafft das? Ja, er schafft das Rathaus. Puh. Aber auch nicht wirklich mehr, ne? Naja, war ein Rathaus-Szene. Okay, 54-54. Wir haben noch 10 Minuten. Wir haben etwas zu wenig Prozente. Wir müssen also noch ein bisschen was reinpowern. Also würde ich sagen, das ist unsere nächste Station hier. Der eine Stern. Denn habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Hört man gerne. Hört man gerne. Ist auch ein... Ist auch ein geiles Game, muss man ja so sagen. Und ja, dann tippe ich halt mal so ein bisschen Real Life hier. Ich wollte ja jetzt die letzten 19 oder 18 Minuten mit euch festhalten. 9 Minuten haben wir noch. Und oh, meine Lippen tun so weh. Hört man das eigentlich, was ich alles so sage? Ich meine, das ist jetzt schon so ein bisschen Livestream-Style, ne? Tutu macht sich die Lippen blank. Mit dem Labello, weil es alles so weh tut, so trocken ist gerade. Draußen ist ja auch so trocken. Und die eine Stunde hier, die tut mir auch nicht so wirklich gut. Aber die letzten 20 Minuten im Clankrieg können unheimlich spannend sein. Ich muss mal eben schauen, ob ich mit Toti alles habe. Lass mal gerade gucken, Toto muss auch noch angreifen. Also nochmal 2 Angriffe für euch gleich live. Mal sehen, ob noch jemand von den anderen angreift. Ich habe alles dabei für meinen Hybrid hier, aber erstmal würde ich sagen, machen wir den Rathaus 13 und dann machen wir den 14er. Denn der darf nicht dippen. Der darf, glaube ich, nicht mehr dippen. Komm, Thorsten, mach den Sack zu. Sehr cool. I like this. Jetzt muss ich schon wieder so lachen. Also das Ganze kann ich euch sagen, hat schon so ein bisschen Livestream. Mentalität hier jetzt gerade in meinen Livestream, ich muss meine Szene vielleicht mal überarbeiten, da bin ich immer eigentlich da oben und unter mir ist so ein bisschen Chat, das wird sich wahrscheinlich beim Turnier so ein bisschen ändern, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, ich denke mal, es ist immer noch ein bisschen netter, wenn man irgendwas kommentiert und man ist mit einer Kamera dabei, dann hat man noch mal so ein bisschen den näheren Augenkontakt in den letzten 20 Minuten eines CKs. Das ist ja heute eigentlich die Folge. Auf jeden Fall, ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Perfekt, mein Lieber. Perfekt auf uns gestrickt. Mal sehen, ob der Gegner überhaupt noch was holen kann. Oder ob wir unseren dritten Sieg in Folge einfahren. Sanchez hat der gemacht hier. Okay, das ist ein Rathaus 13. Mal sehen, was der bei uns noch reißen könnte. Was ist bei uns noch offen? Nix, bei uns ist noch offen. Avatar ist noch offen. Baba ist auch ein 13er, oder? Baba ist auch ein 13er, jawohl, Baba ist auch ein 13er, oh, oh, oh. Aber 97% sind da inne. Aber wir haben auch keinen 2-Stern und 3-Stern. Sexpistol hat schon wieder 3 Sterne kassiert, das haben wir jetzt auch schon das zweite Mal hintereinander erlebt in den CKs. Aber Sexpistol haut dann auch die Dreier mal ganz gerne raus, auch wenn es ein bisschen niedriger ist, ist ja gar nicht mal so schlimm. Muss mal gerade gucken, wo er war. Oder war er das gar nicht? Warte. Ah ne, Max... Max ist so unheimlich stark, ne? Meine Herren, ohne Max, was wären wir ohne Max, Leute? Ohne Max wären wir nichts, hätte ich mal fast gesagt. Ist aber auch schon lange dabei und hat das Ganze hier angeregt, als wir wieder so ein bisschen aktiver wurden, dass wir ein wenig den Clan öffnen, uns wieder für euch so öffnen, so, oh, na, kommt zu uns, wir assimilieren euch. Und nein, das natürlich nicht. Ich hoffe, ihr guckt immer Picard. Beste Serie ever, finde ich im Moment auf Amazon Prime. Und ich schmachte immer diesen Freitag entgegen, weißt du, wenn eine neue Folge kommt. Das Gute ist, man kann die ganze Staffel noch nicht am Stück schauen, sondern nur Stück für Stück, also Freitag für Freitag im Moment. Und ich finde es mega spannend. Ich habe die erste Staffel ja auch gesuchtet, wie blöde. Und es macht unheimlich viel Spaß, dazu zu schauen, aber ich muss mal ein bisschen vorspulen, wie der Max eigentlich hier reinfunnelt. Sehr, sehr schön hier unten am Rathaus reingefunnelt. Okay, war auch nur ein 1er. Okay, war noch kein 5er. Egal. Sterne. Wie dreckig. Darüber schweigen wir mal, aber Max ist auch dabei, oh, viel mit Luft zu üben. Das habe ich auch gesehen. Ich habe den auch unheimlich viel gespendet immer und ist richtig viel dabei,
hier mit Luft zu üben. Ich muss gleich trinken, mal irgendwas trinken. Da muss ich mal was holen. Ein bisschen Wasser oder sowas. Und ist auf jeden Fall richtig, richtig gut in der Spur hier. Wird das eigentlich ein Video am Stück? Ich glaube, das wird ein Video am Stück, ne? Stabil, Toto. Stabil. Sehr geil. Boah, Leute, ich hatte gerade einen ganz heftigen Niesanfall. Aber wirklich, wirklich heftig. Okay, ich muss erstmal mit ihm heran. Wir gucken mal die 7. Nein, die 12. Okay, die 12. Ich muss mich jetzt ultra, ultra ranhalten. Denn ich muss noch einen Angriff mit dem anderen Account auch noch machen. Mal sehen, ob wir den überhaupt noch hinbekommen. Und da. Ja, machen wir mal so. Gehen wir mal hier rein, so ein bisschen. Und hier hinten nehmen wir ihn hier. So, einmal zwei Stück dafür. Und dann nehmen wir auch ruhig das, was wir eigentlich geplant haben. Also, da ist die Luftabwehr schon mal weg. Und oh, Queen kann noch ein bisschen laufen. Was ist das da? Ein Multi-Inferno, okay. Ich lasse mir mal ein paar Drachen offen, würde ich mal sagen. Ich lasse mir mal noch ein paar Drachen. Ah, nee, ich lasse mir mal zwei Loons offen. Ich nehme mal die Drachen hier oben und einmal den hier mit rein. Und dann kann es hier losgehen. Royal Champion mit Renne. Ihn hier. Also wir geben hier jetzt mal richtig, richtig Gas. All in hier, würde ich sagen. Dass wir hier richtig was wegmatchen. Feger sind uns alle egal. Einmal gezogen hier. Der geht nach da. Perfekt. Und der kann nach da gehen. Perfekt. Oh, was natürlich nicht so perfekt ist, muss ich sagen, ist die Position von unserem Bad Spells. Okay, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Also 1, 2. Wir bringen die mal in Wut. Pass mal auf. Nochmal. Ah, so läuft es doch. So geht's, ja. So geht es. Ich hatte echt gerade einen heftigen Niesanfall. Ich muss jetzt sofort switchen gleich. Sofort rum, dass ich hier... Ich kann nicht vorspulen, dass ich hier meinen letzten Angriff noch schaffe. Ich muss echt sofort rüber zum Toto. Der hat seine Truppen ja am Start und muss noch versuchen, irgendwo einen Stern zu holen. Okay, Kampf beenden. Mal sehen, ob das noch funktioniert. Warte mal. Mal sehen, ob das noch funktioniert. Toto rein. Ganz schnell muss das jetzt gehen. Und ich muss sofort auf Angriff klicken. Ich muss gucken, wo ein Stern frei ist für mich. Wo ist noch ein Stern für mich zu holen? Da. Angriff. Ich muss den jetzt einfach angreifen. Ich hab jetzt keine Zeit mehr. Okay. Alles klar, Kollege. Machen wir. Machen wir. Pass auf, wir machen mal Trick 17. Wenn uns da noch kein Held entgegenkommt. Noch kommt uns kein Held entgegen. Immer noch nicht perfekt. Alter, ist ja geil. Oder? Egal, ob ich meine Queen jetzt zünden muss. Muss ich sie zünden? Nee, muss ich nicht. Alles, ah doch, ich habe sie gezündet. Ah, ich hab sie zünden müssen. Okay. Ist aber auch nicht schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Okay, da kommen die Clanburg-Truppen. Wir müssen erstmal nur zwei Sterne packen hier, Leute. Mehr nicht. Also nochmal ein Wut drauf. Und wir nehmen das mal in Frost hier. Nicht, dass wir uns hier noch so ganz vertun. Nee, machen wir aber auch nicht. Okay. Machen wir auch nicht. Alles klar. Ah, da ist noch ein Tesla. Böser, böser Tesla. Okay. Dann können wir auch irgendwas anderes nehmen mal, ne? Nehmen wir mal hier so ein Ballon mit rein. Okay. King setzen wir hier auch. Gucken wir mal, unsere Queen ist uns jetzt leider weggestorben. Das macht aber auch nichts. Wir nehmen mal hier den Royal Champion mit rein. Unsere Miner. Das ist auch jetzt so ein bisschen Scheißegal-Stellung gerade, ne? Kann er sein. Und nehmen die hier mit drin. Wir nehmen die früh mit rein hier. Okay, wo ist mein King? Der ist da oben, alles klar. So, wir schauen mal, wo wir hier was aufhalten können. Da ist noch der Royal Champion mit dazwischen. Dann heilen wir hier auch nochmal durch. Und da oben ist der King. Der macht da so ein bisschen was von dem.
Aber hier, glaube ich, haben wir ein bisschen mehr Probleme. Oh, da haben wir etwas mehr Probleme gehabt gerade. Okay, aber wir haben die zwei Sterne, oder? Wir haben die zwei Sterne. Da können die beiden Magier vielleicht noch was machen und hier auch. Mal sehen, ob wir dann gewonnen oder verloren haben. Oh, ich war jetzt echt gerade ganz, ganz durcheinander, Leute. Ich musste nämlich echt eben, ich hatte eine Niesattacke. Und das ist schon ziemlich... Boah, ich muss euch das mal eben leise stellen. Sorry. Ich meine, so ist das in den Livestreams auch und das ist das Leben, ne? Mal sehen, ob wir den Kaki gewonnen haben. Die letzten 20 Minuten habe ich mal für euch festgehalten. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ich war heute Abend so ein bisschen im Boost, gerade wegen meiner Position des Mikros endlich mal gefunden. Kann auch ein bisschen länger dauern. Und das wird ja noch repariert. Okay, der hat gerade den Inferno noch repariert. Okay. Du Schlingel. Gucken wir mal, wo wir geblieben sind. Yes, Sir. Puh. Okay, 56, 54. Also wir haben es doch noch gepackt am Ende. Aber Leute, wartet doch nicht so lange mit euren Angriffen hier. Wartet doch nicht so lange. Ich meine, ich habe jetzt auch extrem lange gewartet. Und wir haben dann die möglichst besten Sterne, sage ich jetzt mal, geholt, die gar keine Angriffe gemacht haben, muss ich echt mal sagen. Baumeister Ini oder Lini, Draco, Fabi, SOS ist sowieso schon raus, Wanz lassen wir hier, Farnsworth lassen wir leider auch hier, aber die anderen verschwinden jetzt leider auch wieder. Das sind schon wieder drei Verluste hier, also Leute, drei Verluste, warte mal, Baumeister, Draco und Fabi, ja, drei Plätze demnächst frei, ne? Kommt hier einfach rein. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Die letzten 20 Minuten echt mal volle Live-Stimmung, so ein bisschen schon mal Stream-Stimmung hier. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.